sollte eigentlich ein Video geben von einer Fahrt nach Siegen. Die habe ich aber abgebrochen, weil ich habe einen Anruf bekommen von einem Kumpel und der hat gesagt, er würde auch nach Siegen fahren. Und da habe ich mir mal gedacht, ja, dann fahr mal in die entgegengesetzte Richtung, treff dich mit dem am Autobahnzubringer und mach mit dem gemeinsam die Fahrt. Aber es gibt doch noch ein paar Bilder auf der Fahrt zu dem Autobahnzubringer und auch ein bisschen von dem zurück. Aber ich werde sicher die nächsten Tage nochmal wieder eine Tour machen nach Siegen. Und da seid ihr auf jeden Fall dabei. Hallo ihr Lieben. Ich wollte ja heute eigentlich nach Siegen fahren mit der Ape. Aber das hat sich erledigt. Weil ich treffe mich gleich nahe der Autobahn. Und der sackt mich dann ein. Und ja, dann fahre ich halt mit dem. Habe ich mir den Sprit gespart und noch ein bisschen Zeit. Heißt aber weniger Bilder für euch. Aber es werden noch genug Bilder von mir kommen. Von der Fahrt da Richtung Autobahnzubringer ist auch nicht direkt um die Ecke. Also es gibt noch was. Ja, jetzt bin ich hier in Gummersbach, Stadtteil Lieringhausen, auf der Hauptstraße unterwegs. Gleich geht es am Bahnhof vorbei. Und dann wird die Fahrt heute ein bisschen was kürzer. Nach Siegen werden es irgendwie um die 50 rum gewesen. Ich glaube 51, 52. Und jetzt habe ich vielleicht 15 oder 18 Kilometer zu dem Treffpunkt, wo mich der liebe Uwe dann abholt. Und wir hoffentlich einen wunderschönen Abend in Siegen haben werden. Mit ein paar anderen Leuten, die wir da kennen. Von der Hauptstraße. Jetzt geht es gleich einen langen Berg hoch. Mal gucken, wie die Ape sich da schlägt. Ich bin gespannt. Ich bin mit der Ape erst einmal hochgefahren und wir werden sehen. Noch schlägt sie sich gut. Ja, bisher den ganzen Berg im dritten Gang hochgefahren, alles über 20. Ich hatte schon mit dem zweiten gerechnet, aber ich bin jetzt noch nicht ganz am Ziel und das wird jetzt noch mal ein bisschen was steiler. Ich war jetzt gerade unter der Autobahnbrücke her. Ich glaube, da fahre ich gleich dann im Auto sitzen beim Uwe drüber her. Er hat auch noch nicht angerufen, da er schon am Treffpunkt ist. Ich will hoffen, der muss nicht auf mich warten. Ja, der Berg ist geschafft. Die Ape ist wunderbar gefahren. Alles super. Abschüssig, aber auch leider mit ein paar Kurven, die mit der Ape nicht vollgastauglich sind. So ist es eben. Also hier bin ich dann doch ein bisschen vorsichtig, weil die kommen einem auch hier mit ordentlich Schwung entgegen. Von daher, ankommen ist das, was zählt. Ja, mit den Kurven, das hat sich jetzt.
wieder am Sündigen. Ich qualme mit Zigarillo. Ob ich danach wohl eine Raucherharpe habe? Also den Aschenbecher habe ich noch nicht benutzt. Irgendwie geht das eigentlich auch immer ganz gut raus. Hier sind ja keine Polster drin. Wenn man die mal von innen ein bisschen was geputzt hat, sollte man mal keine Probleme mehr haben, damit das sich irgendwer dann gestört fühlt. Aber ich denke auch nicht an den Verkauf. Ja, jetzt bin ich so ein paar hundert Meter vor dem Treffpunkt. Ich bin mal gespannt, ob der Uwe da schon steht. Angekommen. Der Uwe ist noch nicht da. Es ist ja noch hell. Die Tankanzeige hat gesagt Reserve. Also werde ich jetzt mal tanken. Dann muss das später nicht im Dunkeln machen. Ja, die Chinesen sind ja ein freundliches Völkchen. Beim Abschalten sagt die Standheizung dann immer Danke, dass du mich benutzt hast und ich wünsche dir noch eine gute Reise. Oh, Entschuldigung, so, ich komme jetzt zurück aus Siegen. Ja, anstatt zu schalten, bremse ich die Ampel jetzt einfach mal. Und komme zurück nach Gummersbach rein. Und habe gedacht, okay, so ein paar Bilder. Nachts in die Stadt rein. Kann man ja noch machen. Mal zu gucken, wie die Ape heute so fährt, aber irgendwie ist es ziemlich feucht draußen. Ja, und kalt, das mag sie nicht. Ich will jetzt auch gerade gar nicht im dritten Gang hier den Berg hochfahren. Naja, jetzt kleine Durchfahrt Gummersbach. Gas hatte ich wieder eingeklemmt, das habe ich jetzt erstmal gelöst. Weil irgendwie Vollgas geht das hier nicht. Und schalten löse auch. Vielleicht löse auch einen zweiten Gang haben, das ist hier üblich. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, das war dann trotzdem okay. Ich sitze jetzt hier noch rum in meinen Arbeitsklamotten, bin mega fertig und wollte das aber noch nachliefern und ich hoffe, wir sehen uns noch, ne? Und vor allen Dingen auf der Straße.